könnte das jetzt schon machen. Also wenn die Forschung durch wäre. Aha. Es sind nur wieder viele Schritte. Es ist nicht kompliziert, es sind nur viele Schritte. Viele nervige Schritte. Ich guck mal, was die Forschung braucht. Wenn die Forschung goldene Tränke braucht, kann ich es eh erstmal knicken. Also Batterien 2. Ich sehe hier keine Batterien. Doch, da. Battery 2. Fuck. Ja, ich kann es jetzt tun. Ich muss gucken, wie ich da die Geduld für habe oder nicht. Ich versuche mir auf jeden Fall zu merken, dass das erste Abfallprodukt von vielen Abfallprodukten von der MK1 Tungstenherstellung, die wir eigentlich nur temporär nutzen wollten, dass die schon mal einen Verwendungszweck hat, der wichtig ist. Also Lithium-Batterien werden auf jeden Fall wichtig sein. Die werden später die regulären Batterien ablösen. Ja, okay, wir brauchen mehr Platz. Es ist übrigens auch wieder so eine Sache, von der ich nicht weiß, wie es am Ende ausgehen wird. Mit den Abhängigkeiten und wie viel Hilfen brauchen und so weiter. Was aber definitiv später auch im größeren Maßstab hergestellt werden müsste. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch auch das schon sehr modular planen, mit sehr schön viel Platz, dass man es dann komplett nach Westen erweitern kann, aber ich werde das nicht tun, da die Fabrik hier eh schon vermuxt ist. Es bringt nichts, wenn wir jetzt alles andere vermuxt lassen und dann eine Sache ordentlich aufbauen. Deswegen, ja, vermuxe ich das jetzt absichtlich. Ich baue die Sachen absichtlich so hin, dass sie einfach nur einmal da sind und dann versuche ich das irgendwie mit Modulen dergleichen zu boosten. Einfach nur, um es zu haben und zu gucken, wie es funktioniert. Und dann reicht das hoffentlich, um den Übergang zu der MK4-Fabrik einigermaßen zu überleben. So. Ich lagere jetzt schon... Also erstmal lagere ich jetzt das Tungstic Acid ein. Das ist das Abfallprodukt, aus dem nachher, ganz nachher, mit sich Zwischenschritten die Lithium-Batterien rauskommen. Das heißt, das wird erstmal einfach nur eine... Ich wollte die Sache abholen. Einfach nur eine Kiste getan, damit es hier arbeiten kann. Und die Sachen werden einfach erstmal nur in einen Tank getan, damit das Ding hier arbeiten kann. Gut. Jetzt die Einkaufsliste. Titan, alles blau, Liquefier, rote Chips, grüne Chips. Da hätten wir schon mal hier. Inver brauchen wir eigentlich nie, ne? Ein Stack kann ich trotzdem auffüllen. So. Glas brauche ich nicht. Silicon Plates, so im regulären Craft eigentlich auch fast nie. Tin kann ich auch mal hier abgeben. Gold genauso. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Gold mal so ein Minecrafting brauchen. Aber es ist schön, einfach so 200 Goldbarren zu haben. Ich weiß nicht, wieso. Alu brauchen wir definitiv, aber habe ich genug dabei. Rohre. Rohr. Mehr als ich gewöhnlich einpacken würde. Aber wir haben halt noch gut was an Blueprint aufzufüllen oben. Ja, das ist auch schon wieder runter. Hier füllt mich mit Messing ab. Oh, fleißige Bots. Trotzdem, die wichtigen Sachen können sie mir gerade nicht liefern. Wo wollt ihr hin? Achso, aufladen. Dann zu mir. Das sind schon mal die Basic Circuit Boards und die... Das sind Basic Circuit Boards. Das sind Basic Electronic Boards und das waren Electronic Circuit Boards. Basic Circuit Board. Basic Electronic Board. Electronic Circuit Board. Bloop. Ha, gut.
staunen. What? Was? Was ist das denn passiert? Okay. Ungewöhnlich. Ach so, weil was anderes fehlte für die Trankproduktion. Nehme ich alle mit. Und hier Inventar ist voll. Das kann weg. Das verbrauche ich alles gleich ganz schnell. Wenn wir erstmal wieder oben bei den Blueprints sind. Aber ich habe jetzt nicht mehr sonderlich viel Platz, um den restlichen Einkauf mitzunehmen. Die ganzen blauen Sachen. Na, hier unten sind noch Slots. Also. Oh oh. Nisa incoming. Oder auch nicht. So, und du. Ah, ich hasse meine Nase. Ah, okay. Blaue Ärmchen haben wir. Lila Ärmchen brauchen wir auch. Hier kommt gerade nichts an, wa? Es kommt nichts an, weil nicht genug Eisen kommt, um daraus schnell genug die Zahnräder zu machen. Wobei mir gleich wieder Kommentar in den Kopf kommt, dass wir die Eisenproduktion weiter uns angucken sollten und boosten sollten. Ich schreibe es am besten auf. Wobei das einfach höher setzen. Ja. Das ist indirekt Eisen auch mit drin. So, dann Altlast loswerden. Das könnte ja auch bei der Produktion helfen, ne? Sparzahnräder. Davon habe ich keine, oder? Ja. Aber von den roten habe ich welche. Da. Und Hirsch habe ich genug. Ja, blaue Fließbänder nicht, aber das wird jetzt ewig dauern, bis die aufgebaut sind. Dafür bleibe ich nicht hier stehen. So, Titan, alles blau, Liquifier und rote, grüne Chips habe ich. Da kam gerade Kupfer angeflogen. Komisch, komisch. Gucken das Kupfer her. Ha, nice. Ach, es wird in der einen Kiste weggefangen, bevor das Ärmchen schnell genug ist. Okay. So, Liquifier. Liquifier sind in der Projektkiste. Hoffentlich. Ja, nom 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 nom. So. Kupfer kommt irgendwie von rechts. Ah, in einem der Warehouses war Kupfer. Nice. Also allein dafür hat sich schon mal die Entrümpelung gelohnt. Der Rest steht noch, wie ihr sehen könnt. Das, nee. Dann nimm mal hier die Sachen wieder raus und nimm dafür die Sachen, die man hier gerade sieht, wieder rein. Also Altlasten an Rohren und Iron Ingots und Knubbelzeug. Und Knubbelzeug. Hat das Ding erstmal wieder eine Weile zu tun. Und es muss ja auch belohnt werden dafür, dass es mir gerade so viel Kupfer bringt. Ne? Maschinen brauchen auch Liebe. So, Liquifier. Liquifier MK4 sind zu hoch. Aber ich kann ein paar vorhandene ersetzen. Dadurch kriegen wir dann die wir für das Blueprint brauchen. Da MK2, MK1. MK2. Wobei ich jetzt fast glaube, dass wir MK3 brauchen für das Blueprint.
Also das eine zu hoch, das andere zu niedrig. Mal schauen. Ne? Ja, MK3. Okay, dann machen wir. Wo ist der Vierer? Da. Machen wir das mal, dann sollten wir jetzt ein paar MK3er haben. Damit die schon mal so ansatzweise anfangen können zu arbeiten hier, das finde ich super. Rauslegen wäre vielleicht noch ganz praktisch. Abtransport hier. Schön, 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 schön. Crusher hattet ihr auch schon vorbereitet. Wo sind die? Achso, da wurden oben welche gelegt, aber unten keine. Wir brauchen also mehr Crusher, Crusher, Crusher. Check 1-1. Und die Liquefier von MK2 und MK3. Die sind hier. Die können wir eben 53 da abbauen. Das ist alles nur wegen diesem Rotchip-Boost. Das ist nice, echt nice. Oh, das Ding aber ist schon fast Vollleistung. Schön, 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 schön. Dann machen wir hier weiter. Fleißige Bots. Hier wird erstmal gar nichts arbeiten, oder? Weil die Liquefier oben fehlen. Die hier sind wohl angeschlossen. Jetzt wäre Wasser angeschlossen. Keine Ahnung, was das da soll. Also warum da ein durchgehendes Ding ist und kein unterirdisches. Jetzt sollte das da auch funktionieren. Und hier ist keine Verbindung. Da machen wir dann so. So. Was ist das hier? Das Brackwasser nach unten. Warum Brackwasser nach unten? Ich glaube, wir brauchen eine Verbindung von dem Brackwasser hier irgendwie anders hin noch zum Brackwasser. Ja, da passt was nicht. Muss eh alle alle Ausgänge hier noch ordentlich überprüfen. Zappel du, was machst du? Schwefelsäure. Wie? Kein Schwefelsäureanschluss, oder? Ich sollte vorher ganz, ganz sicher gehen, dass ich da Schwefelsäure drin haben soll, weil einfach so mal irgendwo Schwefelsäure reinkippen, weil man glaubt, es könnte das gebrauchen. Ne, es geht definitiv runter zu den Dingern und braucht die Schwefelsäure. Okay. Das Ding da ist fehlerhaft. Du gehst ebenfalls bis hierhin, bis dahin und dann auch runter zu den Gefahren, also auch Schwefelsäure. Gut, also definitiv Schwefelsäure. Brauch noch eine Gefahr. Dreier, gut. Dann quetscht. Da wird die Schwefelsäure rein. Das hier ist ein Zeichen von einem Fehler. Hier fehlt auch noch Liquefier. Okay, brauchen mehr davon. Das sieht dann schon besser aus. Kristalle werden auch nicht geschreddert, weil das Fließband voll ist und weil hier noch ein Crusher fehlt. Ein Crusher fehlt. Crusher, da. So, und hier drüben fehlen noch 5. 8. Also bau alle Crusher, die du kannst. Und wir brauchen danach Stein. Und zwar regulären Stein. Den ich auch mal anfordern könnte. Eine 50er Stack.
Noch etwas, das ich vergessen habe, regelmäßig anzufordern, wo ich gerade dabei bin. Basic Electronic Components und Transistor wäre nicht schlecht. Solder. Die können raus. Crystal Slurry ist voll, was? Ich habe irgendwo... keine Verbindung. Ja, wir machen hier noch eine Verbindung direkt nach oben für die Crystal Slurry. Die kommt sonst nicht schnell genug da an, wo sie ankommen soll. Du bekommst nicht mehr Kristalle gerade. dann hier auch. Nur ist hier leider was im Weg. Das macht es unpraktisch. So. Jetzt sollte das hier hoffentlich besser laufen bei den neuen Anlagen. Da hinlegen, bitte dahin. Nee. Alles muss man selber machen. Sagt er, der jetzt 1% von diesem Blueprint aufgebaut hat. Ja. Oh, ich hab. Okay. Das ist jetzt ärgerlich mit dem Einfließband da. Schwefelsäure hier hinten kam an. Abtransport von Crystal Slurry würde ich hier auch noch ganz gerne gewährleisten. Bevor ein Gyrowell das übernimmt. So. Gyrozumpf das übernimmt. Wenn Gyrowell das übernehmen würde, wäre Hölle los. Dann wäre es Zeitkontinuum gebrochen. Das ärgert mich gerade hier. Kann ich irgendwo ein blaues Fließband einsparen? In der Zwischenzeit, dass wenigstens ich ordentlich arbeiten kann, ne? Achso, könnt ihr nicht, weil euch die ganz schnellen Ärmchen fehlen. Craft, craft, craft. Und Battery 2 ist durch. Das heißt, der Gyrozumpf hat dann auch dahingehend keine Ausrede, die Lithium-Batterien herzustellen. Wobei ich noch nicht weiß, wofür wir sie genau brauchen, aber ich denke, es wird eine allgemein wichtige Hightech-Komponente werden. Da, hier. Oh, 14 Rezepte nur. Ah, brauchen wir für goldene Schränke zum Beispiel. Das heißt, es sollte eigentlich hier mit drauf sein. Nö. Wäre nicht komplette Task. Lithium Battery. Gerogon at the top. Safe.